Herzlich willkommen zu den Spielerporträts vom TSV Tettnang. Was sind deine bisherigen Vereine? Meine bisherige Vereine ist der PSG Friedrichshafen. Mein bisheriger Verein ist die PSG Friedrichshafen und jetzt der TSV Tettnang. Ich habe davor in Waldburg gespielt und ich habe davor in Kehlen gespielt. Meine bisherigen Vereine ist die SG Beinfurt und meine bisherigen Vereine sind nur der TSG Eidingen bei den Jungs. Mein bisheriger Verein ist der TSV Tettnang. Aktuell spiele ich bei TSV Tettnang und davor habe ich bei PSG Friedrichshafen gespielt. Und aktuell spiele ich beim TSV Tettnang und meine vorherigen Vereine waren der FC Kluftern. Und vorher habe ich bei der SG Kisleck gespielt. Ich spiele schon immer beim TSV Tettnang. Bisher habe ich beim TSV Botnek gespielt. Vorheriger Verein war der SV Kehlen. Bisher habe ich gespielt beim SV Alberweiler und beim FV Altheim. Meine bisherigen Vereine war der PSG Friedrichshafen und der TSV Tettnang. Meine bisherigen Vereine, ich spiele schon immer beim TSV Tettnang. Bisherige Vereine sind meine alten Vereine in Schweden, Valibo Eko und die SG im Kreis von Langenargen. Wer ist dein Vorbild? Mein Vorbild ist Thomas Müller. Mein Vorbild ist Clara Bühl. Mein Vorbild ist Thomas Müller. Mein Vorbild ist Jude Scherer. Mein ist Mario Götze und Julia Quinn. Mein Vorbild ist Julia Quinn und Mario Götze. Mein Vorbild ist Julia Quinn. Mein Vorbild ist Roms und Messi. Mein Vorbild ist Florian Wirtz. Mein Vorbild ist Toni Kroos. Mein Vorbild ist Toni Kroos. Mein Vorbild ist Merle Froms und Messi. Mein Vorbild ist Toni Kroos. Mein Vorbild ist Jasmin Denzel. Mein Vorbild ist Marco Reus und Jude Brandt. Mein Vorbild ist Florian Wirtz. Mein Vorbild ist Fridolina Rolfe. Was sind deine Stärken auf dem Platz? Meine Stärken auf dem Platz sind meine Ausdauer. Meine Stärken auf dem Platz sind die Ausdauer und die Tiefenläufe. Meine Stärken auf dem Platz ist die Schnelligkeit. Ich glaube, ich kann gut mit Teamwork, das heißt, ich tue meine Teamkameraden anfeuern. Stärke auf dem Platz ist meine Schnelligkeit. Meine Stärken auf dem Platz sind beidfüßig sein und meine Stärken sind hauptsächlich die Übersicht und das 1 gegen 1. Dass ich hier gut auf der Linie und immer aktiv beim Spiel dabei. Meine Stärken auf dem Platz sind Ausdauer, Schnelligkeit und Tiefenläufe. Und meine Stärken auf dem Platz sind meine Übersicht und mein Zweikampfverhalten. Schnelligkeit und Tiefenläufe. Meine Stärken sind, dass ich sehr stark auf der Linie bin. Meine Stärken auf dem Platz sind meine Übersicht. Das Team zu pushen und ja, die Bälle abzulaufen. Meine Stärke auf dem Platz sind die Zweikämpfe und meine Schnelligkeit. Meine Stärken sind das Tempo-Dribbling. Meine Schnelligkeit. Wenn es mit der Fußballkarriere nicht klappt, was willst du dann werden? Wenn es mit der Fußballkarriere nicht klappt, dann werde ich Trainerin. Dann möchte ich Psychologie studieren. Und wenn es mit der Fußballkarriere nicht klappt, dann will ich Ärztin werden. Wenn die Karriere nicht klappt. Ich habe jetzt gerade eine Ausbildung zur Reisebürokauffrau und ich glaube, das mache ich dann weiter. Ich glaube, dann würde ich gerne Physiotherapeutin werden. Ich glaube, dann werde ich, glaube ich, Ärztin. Wenn es mit der Fußballkarriere nicht klappt, dann möchte ich Polizistin werden. Wenn es mit Fußball nicht klappt, dann möchte ich Sportjournalistin werden. Wenn es mit der Fußballkarriere nicht klappt, dann würde ich gerne Mechatronikerin werden. Wenn es mit der Fußballkarriere nicht klappt, dann würde ich gerne Ärztin werden. Weiß ich noch nicht, was ich machen möchte. Wenn es mit der Fußballkarriere nicht klappt, dann würde ich irgendwas machen, wo ich auf jeden Fall viel Geld verdiene. Das andere ist eigentlich egal. Wenn es mit dem Fußball nicht klappt, dann würde ich gerne Ärztin werden. Klappt, würde ich gerne zur Polizei gehen. Dann würde ich gerne Kriminalpsychologin werden. Dann möchte ich Schreiner werden. Dann werde ich Ärztin werden. Bei welchem Verein würdest du gerne mal spielen? Gerne mal bei Barcelona spielen. Und ich würde gerne mal bei Barcelona spielen. Und ich würde gerne bei Barcelona spielen. Aber ich denke jetzt mal Barcelona. Ich würde gerne mal beim VfB Stuttgart spielen. Ich glaube, es wäre der FC Bayern München. Und ich würde gerne mal beim FC Bayern spielen. Ich würde gerne mal bei Barca oder bei Chelsea spielen. Ich würde gerne mal bei Barcelona später spielen. Später würde ich gerne mal beim VfB Stuttgart spielen. Ich würde gerne bei Barcelona spielen. Ich würde gerne bei Wolfsburg oder Barca spielen. Ich würde gerne mal bei Barcelona spielen. FC Bayern München. Ich würde gerne bei Barcelona oder eventuell Wolfsburg spielen. Ich würde gerne bei Wolfsburg spielen. Ich würde gerne bei Barcelona spielen. Wie bist du zum Fußball gekommen? Ich bin zum Fußball gekommen durch meinen Vater. Gekommen, indem ich einfach Spaß daran hatte, immer in den Pausen mit meinen Freunden zu spielen und dann im Verein angefangen habe. Mein Vater ist Trainer und dadurch bin ich halt zum Fußball gekommen. Ja, damals in der Grundschule halt durch Freunde. Durch meine Familie, weil da halt alle Fußball spielen. Und zum Fußball gekommen bin ich durch einen Freund aus der ersten Klasse, der hat mich mal mitgenommen. Bin zum Fußball über Freunde gekommen. Ich bin über meinen Onkel und über meine Cousins zum Fußball gekommen.
Ich bin zum Fußball gekommen durch Freunde vom Bolzplatz. Bin ich gekommen durch Freunde von mir. Zum Fußball bin ich gekommen durch meinen Bruder und generell durch meine Familie. Zum Fußball gekommen bin ich durch meine Mutter, die hat mich einfach mal zum Training gebracht. Zum Fußball komme ich durch meinen Bruder, weil der auch Fußball gespielt hat. Zum Fußball bin ich durch die Grundschule gekommen, einfach weil es mir Spaß macht. Ich bin durch meine Mutter zum Fußball gekommen. Ich habe zum Fußball gekommen durch meinen Vater und Freunde. Was möchtest du im Fußball erreichen? Im Fußball möchte ich erreichen, genau mit dem TSV Tettnang den Pokal zu gewinnen. Ich möchte den Pokalsieg mit meiner Mannschaft im Fußball erreichen. Also ich möchte für meine Teamkollegen da sein und gucken, dass sie durch mich eben Erfolg haben beim Spielen. Ich möchte im Fußball halt noch erfolgreich spielen und verletzungsfrei bleiben. Im Fußball würde ich gerne mal erreichen, mit meiner Mannschaft den Pokal zu gewinnen. Ich möchte mich selber weiterentwickeln und gerne mal bei Frauen 1 beim TSV Tettnang spielen. Im Fußball erreichen möchte ich gerne mal Pokalsieg holen. Ich würde gerne mal Pokalsieger werden. Ich möchte einfach mit meinem Team jetzt noch eine gute Saison abschließen, auf die man dann auch nächste aufbauen kann. Im Fußball erreichen möchte ich, dass wir mal den Pokal mit dem TSV Tettnang holen. Im Fußball möchte ich erreichen, schon in der Oberliga zu spielen. Ich möchte im Fußball erreichen, dass ich Spaß habe. Im Fußball würde ich erreichen, bei einer höheren Liga zu spielen und mich selbst entwickeln. Ohne welche App könntest du nicht auskommen? Nicht ohne WhatsApp leben. Ich könnte nicht ohne Snapchat und Candy Crush leben. Ich könnte ohne Instagram nicht leben. Ich glaube durch Instagram oder Spotify. Spotify und WhatsApp. Da glaube ich auch WhatsApp. Ich könnte nicht ohne WhatsApp leben. Ich könnte ohne Snapchat nicht leben. Ich könnte nicht ohne Instagram leben. Ich könnte ohne Instagram nicht leben. Und eine App, ohne die ich nicht leben könnte, ist Insta. Ich könnte ohne Insta nicht überleben. Nicht ohne Instagram leben. Ohne die App könnte ich nicht leben, das wäre Instagram. Ohne die App WhatsApp könnte ich nicht leben. Ich könnte ohne WhatsApp nicht leben. Ohne Spotify könnte ich nicht leben. Zeig uns deinen Jubel. Ich jubel mit der Mannschaft. Ich jubel auch mit der Mannschaft. Mein Jubel ist, mit der Mannschaft zu jubeln. Ich jubel mit dem Team, ich habe keinen einzelnen Jubel. Wir jubeln halt so als Mannschaft zusammen. Jubeln zusammen mit der Mannschaft. Ein Jubel habe ich bisher noch nicht. Und ein Jubel habe ich nicht. Und ich habe auch keinen Jubel. Ich eigentlich immer mit der Mannschaft. Und ich habe keinen Jubel. Jubel habe ich leider nicht, weil ich schieße eigentlich keine Tore. Ja. Mein Jubel ist, dass ich mit der Mannschaft zusammen jubel. Mein Jubel ist mit der Mannschaft jubel. Ich will es einfach mit der Mannschaft freuen und ja. Mein Jubel ist, mit der Mannschaft zu jubeln. Und das ist meine Torjubel.